Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zur Sparkasse, mal nicht ans Wasser, weil wir uns gerade noch Tageskarten besorgen wollten für unseren heutigen Trip, der so sehr spontan ausgefallen ist und auch sehr kurzfristig wird. Weil lange können wir nicht am Wasser bleiben, das erzählen wir aber auch gleich noch genauer. Jetzt sind wir erstmal auf dem Weg zur Sparkasse, weil Jojo sein Bargeld vergessen hat. Wir müssen natürlich noch ein paar Angelscheine holen, ein paar Tageskarten für unser Gewässer, wo wir heute hinwollen. Und hier ist die Sparkasse. Allerbest. Jetzt geht's los. Die heutige Challenge, die ist es nämlich, in relativ kurzer Zeit relativ viel zu fangen. Wir sind nämlich heute an der Eider unterwegs. Ich gucke gerade die ganze Zeit, ob Jojo schon wieder auf dem Weg ist zum Auto. Der holt gerade die Tageskarten. Wir haben nämlich nur gute 1,5 Stunden Zeit. Dann hat Jojo noch einen wichtigen Termin. Und wir wollen diese Zeit aber noch gerne nutzen, um ans Wasser zu fahren. Das Wetter ist heute eigentlich einigermaßen gut. Und der Trip deswegen ziemlich spontan. Wir sind vorhin aufgestanden und meinten, Mensch, wir müssen eigentlich los ins Wasser, das Wetter ausnutzen. Und ich kann euch das mal zeigen. Also ein geplanter Angeltrip sieht auf jeden Fall anders aus. Hier ist gar nichts sauber, nichts aufgeräumt. Aber ist auch vollkommen egal. Ich habe mir nur 2 Köder mitgenommen. Einer ist schon an meiner Route hier dran. Und den anderen, den packe ich mir nur schnell in die Hosentasche. Und dann geht es in 1,5 Stunden mindestens 1,5 Fische mehr als Jojo zu fangen. Ab ans Wasser. Alter. Piep. Oh. Weißt du was? Wir sind die größten Idioten zwischen Nord-Ostsee-Kanal und Nordsee. Wir sind zur Bank gefahren, um Geld zu holen. Weißt du, wie viel Geld uns gefehlt hat? 2 Euro, richtig? Ja. Wir sind gerade 3 Kilometer zur Bank gefahren. Jetzt guck mal bitte, was hier liegt. Stimmt. Hier liegen bestimmt 4 Euro als Kleingeld. Warum kennst du dein Auto nicht? Du musst doch wissen, dass du hier noch Kleingeld drin hattest. Ja, es gibt da was, was man... Aber Nothammer hat er da vorne liegen, ne? Ja, du. Schön Biss noch gehabt, davor noch mal hingeworfen und da hing er. Mega geil. Schönes Tier, geil. Ja, da hat sich das doch gelohnt mit den 1,5 Stunden. Auf jeden Fall. Schön, Petri, heil. Danke. Dickes Petri. Dankeschön. Geklappt. So, da liegen unsere Angelpapiere. Unsere kurze Session neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir müssen los. Es ist immer noch so dreckig wie vorher hier im Auto. Die Sachen liegen rum. Nur die Tatsache, dass wir gerade in 1,5 Stunden 3 Fische angefangen haben. Die hat sich geändert. Also, oder die ist eingetreten, die Tatsache. Ja, 3 verschiedene Raubfische, ne? 3 verschiedene Raubfische, von denen 2 leider Schonzeit hatten. Nee, einer. Echt? Ja. Gut. So, und deswegen haben wir die dann auch relativ schnell behandelt. Enthakt und zurückgesetzt. Das soll es gewesen sein, liebe Freunde. Wir hoffen, ihr hattet einigermaßen ein schönes Video vor Augen. War einigermaßen interessant für euch vielleicht mal zu sehen, wie schnell man doch letztendlich 3 Top-Fische fangen kann. So spontan. Es lohnt sich. Auf jeden Fall, ja. Mal spontan ans Wasser zu fahren. Ja. In diesem Sinne, auf ans Wasser mit euch. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.